Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich eine Almwild Sleeve und zwar die Almwild Sleeve Dezenzi in Schieferngrau für euch. An dieser Stelle schon mal vielen Dank am Almwild, dass sie mir diese Sleeve zur Verfügung gestellt haben. Die Hülle selbst ist ein handgefertigtes Filz Sleeve, welches es euch zum Beispiel ermöglicht, das iPhone so in der Hand zu haben. Das heißt, ihr habt dann die Hülle, wo ihr das iPhone immer reinsteckt und es ist dann optimal vor Kratzern und sonstigen Staubsachen geschützt. Besonders erwähnenswert sind die Details, die in einer doch so einfachen Hülle dann stecken. Besonders die Kontrastnaht außenrum ist wirklich sehr schön. Sie passt zu dem Schieferngrau wunderbar und auch das grüne Almwild-Logo ist auch sehr schön. Außerdem haben wir jetzt eine neue Eingriffmulde in der Sleeve, das heißt, wir können das iPhone 5 in dem Fall wirklich sehr einfach wieder herausnehmen. Sobald wir das iPhone mal in die Hülle reinpacken, fällt uns auf, dass diese relativ eng am iPhone dran sitzt. Das ermöglicht es auch, dass das iPhone nicht rausfällt. Das heißt, ihr könnt das Ganze sogar kopfüber nehmen, wie ich das hier jetzt gemacht habe, an der Lasche packen und ruckeln, ohne dass das iPhone wirklich rausfällt. Das schützt natürlich auch davor, falls es in der Sleeve dann mal runterfallen sollte. Ihr solltet dann natürlich keine Macken am iPhone oder Kratzer dran haben. Allgemein kann ich nur sagen, dass mir diese Sleeve wirklich sehr schön gefällt. Vorher hatte ich nicht viele Sleeves genutzt, aber die hat mich jetzt überzeugt, mal mehr Sleeves zu nutzen. Mir gefällt vor allen Dingen das simple Design und dass das iPhone wirklich sehr schön geschützt ist. Auch das Gefühl von dem Filz in der Hand gefällt mir sehr gut. Für 14,95 €, also ein wunderbares Sleeve. Es gibt das Ganze auch noch in zwei anderen Farben, nämlich Moosgrün und Alpsteingrau. Die sehen auch sehr cool aus. Ihr könnt auf jeden Fall mal den Shop von Almwild besuchen. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Das könnt ihr mir dann, wenn ihr wollt, mit einem Like zeigen und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen und ciao!